Beim heutigen Bier geht's in eine meiner amerikanischen Lieblingsstädte. Genauer gesagt nach Denver in Colorado. Und da ist Crooked Stave zu Hause. Die kommen heute mit einem IPA auf den Kanal. Wie das schmeckt, das klären wir, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und ihr seid startklar für das heutige Bier. Einmal wieder ein Trip in die USA nach Denver, Colorado, wo ich ganz ehrlich sagen muss, das ist eine meiner drei Lieblingsstädte in den USA. Richtig, richtig schön an den Bergen der Rocky Mountains gelegen und viel, viel gutes Bier vor allen Dingen. Und da ist auch Crooked Stave zu Hause. Die kennt man normalerweise eher für Sauerbiere, aber die haben mit dem IPA, was ich heute hier habe, auch ein Alltags-IPA brauen wollen oder an den Tag gelegt. Und ob das gut funktioniert, das werden wir jetzt mal schauen. Wenn ihr grundsätzlich an Alltagsbieren aus der ganzen Welt interessiert seid, dann da unten bitte mal kurz ein Abo dalassen, mich bei meinem Kanal und der Mission 5000 Abonnenten unterstützen. Ich sage danke für euren Support und freue mich, wie gesagt, wenn ihr mir auch regelmäßig schreibt, welche Biere ihr mal hier am Kanal sehen wollt. Heute, wie gesagt, ein Bier, das ich hier in Wien gekauft habe. Crooked Stave IPA, wie gesagt, man kennt die eigentlich eher für Sauerbiere. Und als ich dort das ist auch schon wieder Ewigkeiten her gewesen. Es ist eine kleine, unscheinbare Brauerei, relativ nah am Stadtzentrum gelegen, tollen Garten, man kann da draußen sitzen und deswegen gehe ich auch so gerne in Brauereien in den USA. Man lernt so schnell dort Leute kennen, das ist richtig, richtig lustig. Und man trinkt dort irgendwelche Brettbiere, aber es gibt offensichtlich auch eine Nachfrage nach IPAs. Und dieses hier hat 6,0 Volumenprozent, ist gehopft mit Amarillo, Asaka, Mosaic und Muteca. Und soll laut Angaben der Brauerei ein Alltags-IPA sein. Das werden wir jetzt mal checken. Ah, mein Fingernagel da hängen geblieben. Heieiei. Kann man wahrscheinlich in den USA jetzt 3 Millionen für klagen, oder? Fingernagel im Dosenverschluss hängen geblieben. Ich bin ein reicher Mann. Na, in jedem Fall mal eine intensive Kohlensäure, wenn man das so einschenkt, wie ich das hier tue. Aber wir sehen schon drunter eine gleichmäßigst getrübte, blasse, gelb-goldene Farbe. Der Schaum obendrauf sitzt mit einer sehr schönen Kompaktheit hier drauf. Mein 45-Grad-Test, der klappt fast. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat schon sehr viel von Hazy IPA. Ist es Hazy? Ist es ein IPA? Freunde der Nacht. Ich hatte ein bisschen Bedenken, weil diese Biere natürlich relativ lange brauchen, bis sie hier sind. Und ich habe mal auf das Canning-Datum geschaut. Das ist ja mal ganz angenehm. Man kann ja sehen, wann das Bier abgefüllt worden ist. Und ich hatte jetzt ein bisschen Bedenken, dass da vielleicht das ein oder andere Arömchen vielleicht auf der Strecke geblieben ist. Aber wenn das der Fall war, dann möchte ich es gar nicht frisch trinken. Boah, ist richtig schön. Viel tropische Frucht, bisschen Mango, Maracuja, Pfirsich ist mit dabei. Zitrusfrucht. Und es kündigen sich auch, das finde ich sehr spannend eigentlich, es kündigen sich so leicht harzige Noten an. In diesem Sinne. Cheers. Uiuiui. Sehr sanfte Süße, schön im Mundgefühl. Ich muss jetzt mal schauen, ich habe nämlich nichts gefunden, was dafür Malzsorten verwendet sind. Aber ich würde fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass da Weizenmalz und Hafer und oder Hafer mit drin ist. Schön getreidig, tropische Frucht, aber eben auf der anderen Seite hat es dann auch so ein bisschen Pinie, harzige Noten. Schön zitrusig, kräutriger Hopfen. Und das wird hinten nach ein bisschen trockener. Und dadurch kommt ein bisschen mehr Bittere nochmal rein. Also das hat schon ganz ordentliche bitteren Eindruck. Aber es bleibt im Mund leicht. Es ist ein richtig schön, Sie sagen Alltagsbier, würde ich jetzt unterschreiben. Das hat wirklich sehr viel von Alltagstauglichkeit.
schöner mittlerer Körper, mittlere Kohlensäure, so eine minimal ölige Textur. Und ja, das nimmt hinten von der Bittere ein bisschen mehr zu. Liegt vermutlich daran, dass die Süße ein bisschen mehr weggeht, dass es ein bisschen trockener wieder im Nachtrunk wird. Und es hat dann so eine leicht astringierende Bittere. Also ganz ehrlich, wenn das einfach als Alltags-IPA konzipiert worden ist, den Alltag lasse ich mir gefallen. Von ProbierTV gibt es für das Crooked Stave IPA ganz entspannte 3,5 Punkte für das Crooked Stave IPA aus Denver, Colorado. Und wie gesagt, sollte in meiner Nähe sein. Crooked Stave ist gar nicht weit vom Stadtzentrum entfernt. Da kann man hinlaufen und sich in die Abendsonne setzen und ein richtig, richtig gutes, ich glaube, ich würde dann trotzdem ein Sauerbier dort trinken. Aber wie gesagt, sie haben auch IPA und das gar nicht schlecht. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.